Hommage-Kopist, Lookalike oder ernstzunehmende Uhrenmarke? Wo sehe ich Marc und Sons eigentlich? Bleibt dran, dann erfahrt ihr's. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute auf meinen Kanal geklickt hast, denn ich kann heute eine weitere neue Marke auf meinem Kanal präsentieren. Es handelt sich um Marc & Sons. Marc & Sons ist eine sehr hochgelobte, auch von anderen YouTubern hochgelobte Uhrenmarke, ist aber nicht immer ganz unkritisch gesehen worden. Ich gehe darauf in diesem Video ein. Vorher möchte ich euch aber ein bisschen über den Hintergrund der Marke erzählen. Marc & Sons ist eine Marke in der Nähe von München. Der Geschäftsführerinhaber ist Marco Heimrich und es gibt verschiedene Interviews mit Marco Heimrich im Netz, wo man also verschiedene Sachen über ihn erfahren kann, dass er also keine anderen Marken hat, außer seine eigenen, abgesehen von der Taschenuhr von seinem Opa. Das finde ich sehr erstaunlich, insofern, dass es Marc & Sons noch nicht so lange gibt. Das heißt, er hat sich entweder von seinen anderen Uhren getrennt oder hatte vorher keine. Das habe ich nicht in Erfahrung bringen können. Ich weiß von einigen anderen Inhabern von Uhrenmarken, dass sie durchaus auch Konkurrenzprodukte haben. Aber hier hat sich Marco Heimrich ganz klar auf seine eigene Marke fokussiert. Und erstaunlicherweise hat er auch nur zwei seiner Uhren im Alltagsgebrauch. Und da habe ich also wirklich zweimal nachlesen müssen, denn viele Uhrenverrückte haben deutlich mehr Uhren, die sie im Wechsel tragen. Aber vielleicht zeigt sich hier auch tatsächlich der Unterschied zwischen dem Sammler und dem, der es beruflich macht. Denn ich habe mit einem anderen Inhaber einer Uhrenfirma gesprochen und er sagte mir, in dem Augenblick, wo ich als Uhrensammler, als Uhrenfreund mich entschieden habe, es beruflich zu machen, war es kein Hobby mehr und ich musste es anders betrachten. Und vielleicht ist das auch genau der Punkt, wenn ich eine Uhrenmarke habe, für den wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich bin und das Ganze auch natürlich kommerziell sehen muss, dann ist es kein Spaß mehr, dann ist es ein Geschäft und dann sehe ich das vielleicht auch mit anderen Augen. Und das mag vielleicht auch erklären, warum es nur zwei sind und nicht 20 oder 30, wie vielleicht bei dem einen oder anderen von euch oder noch mehr. Was war der Auslöser für Marco, die Marke zu gründen? Und da, Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken, es ist hier irrsinnig warm und mir trocknet der Mund aus. Ja, der Hintergrund war, er hatte eine Festina, von der er eigentlich sehr angetan war, die ihm gut gefallen hat. Er aber sagte, in Details würde ich manches besser oder anders machen. Und er hat sich damit eine ganze Zeit lang auseinandergesetzt und dann tatsächlich gesagt, ich mache es besser, ich mache es anders und hat sich entschieden, Marc & Sons zu gründen und seine eigene Uhrenmarke aufzulegen. Seit 2016 werden alle Uhren von Marc & Sons in Deutschland montiert und damit auch die Qualitätssicherung und alles erfolgt in Deutschland. Das heißt, Made in Germany steht nicht nur auf den Uhren drauf, sondern steht auch hinter den Uhren. Und das war ein großer Schritt für Marc & Sons im Sinne von Qualitätssicherung und Positionierung der Marke. Eine sehr interessante Aussage von Marco Heimrich fand ich auch, dass es natürlich wichtig ist, wie eine Uhr designt ist, wie sie im Markt positioniert ist, wie sie qualitativ auf den Markt kommt. Aber mindestens ebenso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist das Thema Kundenorientierung und Service einer Marke. Ich kann das komplett unterschreiben. Er hat mich persönlich mit dieser Aussage 100% erreicht, denn es können immer Fehler auftreten in einem begrenzten Rahmen. Natürlich darf nicht alle drei Wochen was kaputt gehen, aber es können immer Fehler auftreten, es kann immer etwas passieren. Mir persönlich
ist es extrem wichtig, wie damit umgegangen wird. Und das ist eine Sache, die Mark and Sons sich ganz, ganz oben ins Pflichtenheft geschrieben haben, dass der Kunde wirklich im Mittelpunkt steht und es ist das erklärte Ziel von Mark and Sons, im Sinne des Kunden zu handeln und den Kunden mit einer guten Erfahrung aus einem Kauf, einer Reklamation, einer Nachfrage oder auch einer Individualisierungsanfrage rausgehen zu lassen. Und das fand ich super sympathisch und das hat mir persönlich richtig gut gefallen. Interessant fand ich auch die Frage an Marco Heimrich, wie er denn die ganzen neuen kleinen Marken sehen, die jetzt über Kickstarter an den Markt kommen, ob das nicht eine Konkurrenz ist. Und er sagte, na, er sieht das gar nicht als Konkurrenz, sondern er sieht es als belebendes Element und er freut sich über die neuen Marken, weil dadurch eine Bewegung in die Uhrenwelt kommt, vielleicht auch neue Interessenten herangezogen werden, auf die Uhren aufmerksam gemacht werden und insgesamt sieht er das eigentlich sehr positiv, ohne dabei den Geschmack zu haben, dass eine solche Finanzierung natürlich leichter ist und das Risiko auf den Käufer abwälzt im Vergleich zu Uhrenmarken, die selber ins Risiko gehen und selber alles vorfinanzieren, war mir ebenfalls sehr sympathisch, diese Sichtweise. Mark & Sons hat noch und hatte noch mehr in der Vergangenheit Uhren im Programm, die aussahen wie Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das erklärte Ziel von Mark & Sons ist aber, davon zunehmend wegzugehen und zunehmend eigene Designs und eigene Uhren zu entwickeln, die Marke eigenständiger zu positionieren. Ich finde das klasse, gefällt mir sehr gut und ich habe verschiedene Uhren von Mark & Sons auf dem Tisch gehabt. Über die nächsten Wochen werde ich noch einige detaillierte Reviews machen und sie euch auch zeigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Uhren haben mir ausnahmslos alle richtig, richtig gut gefallen. Ich werde jetzt gleich mit euch noch ein kleines bisschen durch die Webseite scrollen, euch ein paar Uhren zeigen und ganz am Ende zeige ich euch mein persönliches Highlight. Das ist jetzt ein neues Jagdziel für mich. Ich werde versuchen, diese Uhr gebraucht irgendwo zu bekommen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal ein kleines bisschen an, wo die Uhren von Mark & Sons preislich liegen, wie sie aussehen und wie sich die Marke so positioniert. Ja, hier könnt ihr schon mal sehen, es gibt neue Chronographen von Mark & Sons. Die sind im Uhrforum auch wirklich sehr detailliert dargestellt worden. Ich finde sie sehr schön. Persönlich sind sie mir ein klein wenig zu überladen. Mit 1690 Euro sind sie aber wirklich echt fair bepreist. Zunächst mal gehen wir in die Übersicht. Es gibt Military-Serien, es gibt die klassischen Serien, es gibt Sport-Professional, es gibt die Professional-Serie. Die sind alle sehr klar ablesbar und mit 46 mm auch richtig groß. Da muss man schon ein entsprechendes Handgelenk für haben, um eine solche Uhr sich an den Arm packen zu können. Dann haben wir noch die GMT-Uhren, die ein wenig aussehen wie, das hatten wir ja schon das Thema, mit 850 Euro, aber gemessen an der Qualität wirklich gut sind. Mir gefallen auch die Kombination mit den Lederbändern ausgesprochen gut. Das ist eine Serie hier, die ein klein wenig aus dem Rahmen dessen fällt, was Mark & Sons üblicherweise hat. Ich finde sie aber, insbesondere die hellblaue, von der Farbgestaltung her wirklich super schön. Auch Fliegeruhren bzw. Fliegeruhren angehauchte Designs sind im Programm wirklich schön gemacht. Die Gehäuse gefallen mir hier auch überdurchschnittlich gut. Dann gibt es natürlich auch Taucheruhren, hier mit verschiedenen farblichen Akzenten, einer großen, breiten Lünette, was die Ablesung wirklich erleichtert. Und meine persönliche Lieblingsserie ist die Sport Professional.
Das ist wirklich eine Serie, die hat es mir richtig angetan und mit 690 Euro auch wirklich fair. Und das ist mein persönliches Highlight-Modell aus der aktuellen Mark & Sons Kollektion. Die Sports Professional Yellow Black Ceramic 42,5 mm, 50 mm Lug-to-Lug mit dem gelben Reo, dem gelben Minutenzeiger, der auch gegen einen grauen getauscht werden könnte, wenn man das dann möchte. Insgesamt aber eine Uhr, die ich super klasse finde. Und wenn man da noch ein schwarz-gelbes Band aus der Performance-Serie von Hirsch dran macht, dann hat man die Sportuhr schlechthin, zumindest nach meinem Geschmack, und mit dem Stahlband dann eine Uhr, die sich in zwei verschiedenen Arten fantastisch tragen lässt. Wie gesagt, ich habe diese Uhr zu meinem Jagdziel erklärt und ich möchte sie mir ganz bewusst nicht neu kaufen, auch wenn man mit diversen Rabattcodes doch so in die Gegend von 600 Euro kommt. Mein Ziel ist es, sie deutlich unter 600 Euro irgendwo gebraucht zu finden. Es ist schwer, ich habe schon angefangen zu suchen und das zeigt eigentlich, dass diese Uhren gut sind, weil sie nicht so oft auf dem Gebrauchtmarkt zu finden sind. Ich freue mich total auf die detaillierten Reviews, die ich übrigens mit zwei Kameras gefilmt habe. Schreibt mir doch unter die kommenden Reviews drunter, wie euch dieses Zwei-Kamera-Konzept gefällt. Es ist aufwendiger zu filmen, es ist deutlich aufwendiger zu schneiden. Wenn ihr es aber mögt und sagt, das ist eigentlich eine ziemlich geile Idee, dann werde ich das entweder immer machen oder aber hin und wieder mal machen, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Lasst mir unter die kommenden Videos doch gerne Kommentare, wie euch das gefällt. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, bleibt mir gewogen. Bis dahin, tschüss, euer Axel.